Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Flisscast, des neuen Podcast-Formats der beliebten Düsseldorfer Punk- und Szene-Band Franz Lauf schneller nach Erkrath. Wir haben uns überlegt, dass ja Punkrock auch, ich sag mal, als musikalisches Medium zwar seinen Ursprung vielleicht auch hat, aber auch immer Auswüchse in Sachen der Mode und des Lifestyles und der allgemeinen Lebensgestaltung auch immer hatte. Ja. Und als Ausdruck dessen machen wir heute Kultur, Kultur im Sinne von drüber reden. Also. Also herzlich willkommen. Mit mir hier ist Oh Gott, nicht mit Klarnamen. Kannst du das bitte auspiepsen in der Post-Production? Ja, ich schaue mal, ob ich gerne. das schaffe. Mit mir hier ist der Jacques. Hallo Jacques. Ja, guten Tag, Ja. Herr Hiolumo. Danke. Und Bien-Ne. 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 Unter anderem heiße ich Bien-Ne. Ja, und wir sind leider leicht reduziert heute. Vielleicht können wir in Zukunft mal mit mehr Leuten aus der Band irgendwie das machen. Mir gefällt das heute. Ja, also trotz Corona hat sich eigentlich nichts verändert, ne? Ausnahmsweise sind wir bei der ersten Runde direkt nicht vollständig. Ja gut. Aber kein Vorwurf an irgendwen. Es ist ja auch schwierig mit so Terminen und etc. Besonders sonntags. Da, Ja. dann sage ich doch mal Genau, einfach. wir haben heute Sonntag. Ihr hört das wahrscheinlich an irgendeinem Tag der Woche. Heute ist Sonntag, der Der 3. Sonne. Mai. Ja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir hatten ursprünglich vor, hier ganz geplant über irgendwelche pupsigen Musikklassiker zu reden. Angeregt eigentlich die Idee, sowas zu machen von unserem Bassisten, dem Eisenmann, der aber heute nicht erschienen ist. Und auch, glaube ich, also die Idee mit den Musikklassik-Alben war dann auch fast, hast er meine, beziehungsweise Ja, vielleicht gehen viele ihm das meine. einfach nicht und Ich glaube, das der. wäre auch okay. Also, ich sag's mal so: Wir haben dann auf jeden Fall jetzt beschlossen, stattdessen dann über den Eisenmann zu reden. Weil, wer nicht kommt zur rechten Zeit, über den wird geredet. Ja, da gibt es ja auch viel Material, also Da ich gibt's glaube. doch viel Material. Das ist ein Ja. kurioser Mensch, der Eisenmann. Das ist allein der Name spricht ja schon für sich. Das ist ein Mann aus Eisen. Genau. Ich kann nur empfehlen, das auch mal zu googeln. Es gibt viele interessante Ja, es Eisenmänner. gibt. Was hatten wir gesehen hier? Vor allem, wusste ich gar nicht, Eisenmann für verpflichtende Impfung gegen Coronavirus. Echt verpflichtende Interessant. Impfung. Wie der Eisenmann ist Ja, da müssen wir dafür? nochmal mit ihm reden, ne? Wo hast du das denn hier gesehen? Das ist hier. Bei Google. Die Eisenmann Exhaust Systems gibt es auch. Meine Güte, das ist ein geschäftiger Mann. Hier ist Ja. Mitarbeiter von Eisenmann, Xing-Unternehmen. Da geht es rund. Alle anonym. Bis Ja. auf Ellen Augsburger. Darf man Namen, die bei, ja doch, ne, die im Internet offiziell stehen, darf ich sagen? Darf man sagen. Man darf generell Namen sagen. Das heißt, vielleicht gibt es die Leute ja gar nicht, deren Namen man sagt. Und man hat sich die nur ausgedacht. Zum Beispiel Ute Bellon Deswegen ist oder das alles erlaubt. Thomas Belzhuber, der sieht ein bisschen fishy aus. Der, Der sieht ein bisschen ausgedacht ich aus. weiß nicht, seht ihr Thomas Belzhuber jetzt hier gerade auch? Oder bin ich der Einzige, Nee, der das sieht? warum sollte man den sehen? Ja, weil ihr auch auf Wird dem er dir davor Xing-Profil von vorgeschlagen? Eisenmann bist. Hier, Ach, okay. das. Nee. Ich hab ihn auf LinkedIn gefunden, hat aber kein, hat er kein Foto. Ja, hier Ach, okay. Auf Xing 1? ja, ich hab die Reihe der Eisenbahn-Mitarbeiter geschickt. Eisenbahn. Der soll mal seine Hand aus dem Gesicht Ja, nehmen, der genau, aber Thomas. das macht den suspicious. Aber wahrscheinlich will der auch, ist der dadurch Chef geworden, dass Leute ihm nicht vertrauen. Ich glaube, der hat einfach so ein Unterlippenpiercing da, dass er sich zuhält. Also ich sag mal für die Zuhörer, damit die das auch angucken können, was wir hier sehen. Es ist die Könnt Thomas Seite Belzhuber HTTPS googeln? Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich www.xing mit x.com Schrägstrich Company Schrägstrich Eisenbahn Schrägstrich Employees mit Doppel-I. Da sind wir gerade. Und jetzt nimmt die lustige Fahrt ihren Lauf. Wir haben schon
Wir sind schon fast beim Kernthema Eisenmann. Genau, das musikalische Oeuvre des Eisenmannes. Das Thema. Und der Eisenmann, er kommt ja aus dem Metal. Oder ist der Eisenmann Metal? Eure Meinung dazu? Ich, Also purer Metal, würde ich sagen. Ich habe den Eisenmann zumindest immer aus dem Metal kennengelernt. Als ich den Eisenmann kennengelernt habe, hat er schon von Metal geredet. Wobei der Schmied, der sogenannte, der Vater des Eisenmannes, ist ja schon mehr so Krautrock, Classic Rock, so, aber der ist halt natürlich auch ein paar Jährchen, also ne, der hat, also dieses tatsächliche Metal-Ding ist wahrscheinlich erst aus einer späteren Phase dann gekommen, also die wir als Frühphase von Bayer dann, oh, jetzt habe ich Bayers Klarnamen, Bayer heißt der. Wollen wir mal Bayer bei Google eingeben? Ich glaube, wir müssen ja nicht. Wir verraten einfach nicht, ob mit E oder A. Ja, doch, also ja. Ich glaube, das weiß man auch, wie der heißt tatsächlich. Ich glaub, ja, aber eigentlich soll es halt so ein bisschen um seinen hohen Output gehen, weil das ist ja teilweise unglaublich, wie viel er gemacht hat. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen, habe ich das Gefühl. Ja, das ist eine andere Sache. Da hat er halt sehr viel mehr Output im Online-Chatten. Im Music Store. Genau, und bei Destiny. Vielleicht hängt das ja auch ein bisschen daran, dass er jetzt halt mit verschiedenen Bands unterwegs ist und seine Ideen da reinbringen kann. Das stimmt schon auch, ja. Also bei der Bayers Output war immer ein bisschen unkontrolliert, ne? Es gab mal dieses Bestreben des Eisenmann-Albums vor ein paar Jahren. Ja, ich erinnere mich, ja. Da ist, ich glaube, da sind auch bei SoundCloud. Da wurde auch was aufgenommen. Da sind bei SoundCloud auch ein paar Tracks, glaube ich, gelandet. Wenn man bei Soundcloud Eisenmann eingibt, alle Buchstaben groß geschrieben, da findet man nämlich den Eisenbayer 2 Rough Mix und Eisen 2 und Eisenmann 3. Und ich glaube, diese Songs, die haben sich im Endeffekt dann dadurch, dass er bei Imperfection dazu gestoßen ist, sind die dann eher so Imperfection-Demos genau geworden. Landet. Ja, also bevor das irgendwie hier falsch klingt, also ich war schon immer riesengroßer Fan vom Eisenmann, muss ich schon sagen, weil er auch super kreativ war und auch, muss man auch sagen, ein fantastischer Gitarrist ist. Ja, das stimmt, das ist also ein großer Techniker und halt ein ulkiger Typ, deswegen, ich denke, das meinst du, ist man... Man ist immer ein bisschen zum Schmunzeln veranlasst, wenn es um den Eisenmann geht. Wollen wir zum Einstieg mal irgendwas von ihm hören? Ja, wir wollen doch jetzt mal, lassen wir doch mal jetzt Praxis, also auch mal hören, auch der Akt des Hörens gemeinsam vollziehen. Das erste Lied, das wir für uns anhören, wird Erotomania B. Moment, das ist aber doch, glaube ich, ein Cover, oder? Das ist mit Sicherheit ein Cover von Dream Theater, aber ich meine, Cover ist ja okay und vielleicht hat das ja verändert. Ich glaube, das genau. ist. Genau, wir hören einfach mal herein. Erotomania B heißt das Lied. Wir starten hier gemeinsam auf 3. Euch, liebe Hörer, wird das Lied jetzt automatisch eingespeist. Ihr müsst nichts drücken. 1, 2 und 3. Es rauscht. Ja, es brummt. Es war ein gutes Brummen. Das ist ja nicht so viel. Ah doch. Ja, sehr gut. Aber es ist eine Gitarre und Notfall. Nee. Ah doch. Ja, das ist natürlich der Klassiker von diesem Gitarre. Wer hat es noch nicht gespielt von euch? Aber ihr kennt den Song, oder? Ich kenne den Song. Sagt ihr. Ich kenne den Song nicht. Also das muss ich unbedingt nachholen. Nie in meinem Leben gibt es das Song gehört. Ja, die neuen Sachen würde ich auch echt nicht empfehlen. Und am liebsten Sachen ohne Gesang, würde ich sagen. Also die haben sehr coole Instrumentalstücke. Ja, hat mich früher auch sehr geprägt. Also wie gesagt, mittlerweile kann ich den nicht mehr hören, weil es immer dasselbe ist, aber. Bahnbrechend, muss ich sagen. Ich mochte die Octavarium. Das ist das Dreamcatcher-Album, zu dem ich immer wieder mal zurückkomme. Okay, ja, das ist auch so mit das Letzte, was irgendwie nett war, fand ich. Ja, und da passt der Gesang halt.
Und davor war der mir auch zu sehr Gesangsunterrichtsstreber. Ja. Und auf dem Oktavarium bricht er so ein bisschen aus sich raus. Mehr Schleim im Hals. Aber interessant, jetzt reden wir ja doch über andere Bands. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Ja, aber was können wir denn aus dieser Liedwahl, Erotomania, was sagt das denn über den Eisenmann? Bjene. Ich denke, das ist schlicht und einfach ein bekannter Dreamsetter-Song und der Bayer hat den gespielt. Der Bayer hatte die Noten davon auch zu Hause, soweit ich weiß. Er hat früher immer ganz gerne auch mal ein bisschen damit sich gebrüstet, dass er schon mal in der Bahn sitzt und einfach Dream Theater-Noten liest und was die Leute dann wohl so denken, hat er sich gefragt. wahrscheinlich ist es Bayer, der sich selber beweist, dass er das spielen kann, in erster Linie, denke ich mal. Ja, ich meine, bis dahin war es auch nicht so super kompliziert, aber diese Band hat ihn, glaube ich, super geprägt, mich in der Frühzeit auch auf jeden Fall und das ist doch ein schönes Zeitdokument. Ja, wie ist der Bayer zum, oder der Eisenmann zum Eisenmann geworden. Ja, da war er schon irgendwo Kupfermann. Ja, da war er schon, glaube ich, im Endeffekt auch schon Eisenmann, aber. Ja. Also ich meine, ursprünglich ist Bayer schon einfach Metallica, ne, gewesen, dann so als Teenager. Ja, war halt, ich weiß, erste Flinseprobe, wo der Bayer dabei war, da waren wir vorher bei dem Geburtstag vom Mausiboy, der damals noch Kai hieß. wahrscheinlich 17. oder so. Und der Bayer ist ein alter Grundschulfreund, glaube ich, vom Mausiboy gewesen. Und der war halt auch da und der Mausiboy hat gesagt, so, der kann gut Gitarre spielen. Und dann hat der Ray Cox den Bayer einfach zur Probe beauftragt zu kommen. Und ich weiß, ich kam dann zu dieser Probe und da der Ray Cox war schon an die Wand gedrückt vor Ehrfurcht, weil der Bayer einfach Metallica-Songs spielen konnte. Spiel nochmal Metallica. Habt ihr dann erstmal einfach gecovert oder so? Oder, wir hatten schon Flinsen-Songs. Also der kam schon dazu, als es schon einen Haufen Lieder gab, dass der ursprüngliche Flinsen-Gitarrist Konstantin, es gab mal den Running Gag, dass der Ray Cox den jede Probe rausgeschmissen hat und irgendwann war er dann tatsächlich raus. Und dann, die waren noch gleichzeitig eine Weile. Der Bayer war zweiter Gitarrist dann erstmal. Es gibt eine alte Version von was war das? War das Knoppers hieß der Song? Wo der Konstantin so die Rhythmusgitarre gespielt und der Bayer hat dann mal so coole, wie nennt man das? So Melodie, das, ja, ich würde sagen Riff, wenn es nicht doch nur irgendwie begleiten wäre, da kann der Jack vielleicht was dazu sagen, wenn du sowas nennt. Du bist ja Gitarrenlehrer und musst die richtigen Termini kennen. Ich habe gerade nicht aufmerksam zugehört. Ich glaube, er spricht von Licks. Meinst du, das ist ein Lick? Riffs oder so, keine Ahnung. Lass uns das nächste Lied einfach mal nehmen. Genau, das Stichwort war ja vorhin schon, dass der Bayer ja ein Thrash-Metal, sag ich mal, auch Sozialisation genossen hat. Das nächste Stück, das wir hören, heißt Thrash in der U-Bahn. Moment. Warte, lass mich erstmal suchen. Das sind ja so viele. Habe ich das überhaupt? Das ist, das ist bei T. Achso, oh Gott. Ist das viel. Okay, warte, ich muss es erstmal laden. So, du kannst jetzt die ASD-Files auch löschen aus dem Verzeichnis. Die sind nur, weil ich die irgendwann wohl mal in Ableton drin hatte, um den Bayer zu remixen oder so. Ja, nee, ist alles gut. Okay, starten wir auf 1, 2 und 3. Komm schon. Du kannst es. Ich hatte jetzt eben das falsche Video gestartet, merke ich gerade. Ja, sowas. Du möchtest mal von vorne. Nee. Ich hinke jetzt einfach ein bisschen hinterher. Ja. Ich glaube, das ist auch einer von den Tracks, die auch auf seinem Soundcloud in der neueren Version sogar dabei sind. Und ich glaube, das war auch mal angedacht, dass dann ein Perfection-Track draus zu machen. Ich weiß nicht, ob da was draus geworden ist. Yeah.
Aber die Snare klang gerade für mich irgendwie so ein bisschen wie so ein, wie nennt man das nochmal, der Vogel, der immer, vor das Holz pickt, Specht. Specht, genau, ja. Die Specht-Schmär. Unser Lehrer Dr. Specht. Ja, kenn ich auch noch. Man muss sich dabei immer den Bayer vorstellen, wie er auf seiner Lederhose das mittrommelt. Ja, stimmt. Oh, das war's schon. Ein jähes Ende. Interessant. Ja, sehr dramatisch gegen Ende, ne? Ja, ja. Interessant dabei ist, dass generell auch schon die Thematik des Bahnfahrens. Ist so ein Thema, das sich generell über das durch das Leben vom Bayer zieht. Ich weiß nicht, ist, glaube ich, gleichzeitig damit fasziniert und er hasst es. Er muss es halt. Er ist der Bahn ausgeliefert. Die Bahn aber auch ihm. Ja. Das Lied Thrash in der U-Bahn muss also begriffen werden als ein Versuch, sich die Bahn auch untertan zu machen. Schallmäßig. Vielleicht, also es gibt noch, wann kommt mein Bus? Ist natürlich, geht es um Bus, aber es generell, ich glaube, diese Zwänge des öffentlichen Nahverkehrs, wo man dann Fahrpläne einhalten muss und sich so beim Umsteigen konzentrieren muss, das ist halt schon was, wo man mal bösartigen dämonischen Metal drüber machen muss. Es ist eine Hassliebe auf jeden Fall. Ja, es ist, wenn er mit der Bahn fährt, ist er meistens, glaube ich, hat er einen sehr hohen Stresspegel. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also ich hasse ÖPNV und Bahnfahren. Natürlich, es ist natürlich cool, dass es das gibt, aber wenn keine anderen Menschen mitfahren würden, das finde ich sehr super. Also so, ich mag Bahn das eigentlich für mich ganz gerne, aber manchmal, also ich habe natürlich auch schon beängstigende Momente gehabt, wo dann, also wenn ein großes Fußballspiel ansteht und ich das nicht mitkriege und dann in die Bahn steige, dann ist es auch sehr, dann empfinde ich das als sehr unangenehm. Ja. Und wenn ich das richtig verstehe, ist für den Bayer einfach das normal in die Bahn steigen, wenn auch nicht viel los ist, und das ist für ihn so stressig wie für mich, wenn gerade Düsseldorf gegen Köln gespielt hat und beide glauben, dass wir verloren haben. Ich sehe gerade hier Flissen ein neues Lied. Da würde ich gerne mal reinhören, welches Lied das geworden ist. Oh ja, dann... mal gucken, wer kann es als erstes erraten? Neues Lied oder Flissen neu? Neues Lied. Okay. Flissen neues Lied, das ist eine reine GP5 von Autobahn. Ah, okay. Ach, okay, hast du vorher reingehört schon, oder? Da habe ich gerade schon mal reingeschnuckelt. Ach. Ja, gut. Wir können aber mal Flissen neu hören. Das war offensichtlich mal als Flissen Lied geplant. Okay. Ist aber kein, aber hörte selbst. Ja. Auf drei. 1, 2 und 3. Also das ist ja nun ein Rancid-Song. Ja, und Jetzt nicht mehr. Ich habe am Anfang erst gedacht, es liefen zwei Lieder gleichzeitig. Ist die Frage, ist es ihm recht, dass war sowas öffentlich hören muss? Er wusste ja, dass wir hier uns treffen. Ja, stimmt. Stück auch wieder. Ja, damit alle Persönlichkeitsrechte sind verspielt. Auch dass wir hier so über ihn reden und spekulieren, wie er sich wohl fühlt, wenn er in die Bahn steigt. Aber 2004 steht hier. Aber den daran erinnere ich mich tatsächlich auch nicht, das jemals gehört zu haben. Wobei ich den Spielstil natürlich sehr wohl kenne. Also früher haben wir das Bayer Gitarren-Solo genannt.
Und das ist genau das, was er hier perfekt zeigt. Ja, weiter zum nächsten oder habt ihr da noch was zu sagen? Also ich könnte mir jetzt erstmal nicht als Flissende vorstellen. Ja, es ist. Aber ich meine, wenn man das dauerhaft durchgezogene Solo wegnehmen würde, ist das schon relativ punkiges Zeug, ne? So. Ja, so, ja. Man kann halt nicht hören, was hinter diesem Solo passiert, so richtig. Ja. Wir müssen ihn demnächst nochmal fragen, ob er noch weiß, wie das geht. Und dann probieren wir es vielleicht ja mal aus. Genau, was hast du nochmal da gespielt? Flissen neu, ja. Gut, ich denke, wir hatten ja jetzt, das Flissen neu war ja Solo-Geprolle. Wir haben auch das Stück Solo-Geprolle. Ja, wir können uns weiter in Bayers Solo-Kultur, in Eisenmanns Solo-Kultur reinbegeben. Ja, gut. Gucken, vielleicht lernen wir ja auch was dabei. Ja, auf drei. Eins. Und 3. Ah, schön zweistimmig. Sehr dramatisch. Ich fand auch, am Anfang hätte ich nicht erwartet, dass es so dramatisch wird. Also es ist faszinierend, darüber nachzudenken, diese Grenzgänge in so einer kleinen Unterrater Kellerwohnung. Das ist schon deutlich mehr aufs Maul als eigentlich alles, was mir so begegnet ist im von Leuten, die ich kennengelernt habe, zumindest. Ja, das stimmt. Das ist schon, also man kann sagen, was man will, er will es definitiv wissen. Ja, und vor allem, er macht einfach, ne? Einfach raushauen. Ich finde das gut, also ich mag das. Ist das denn jetzt, Jacques, technisch beeindruckend oder ist das, wie es im Titel heißt, Solo-Geprolle? Das ist. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ne? Es gibt ja viele Bands, die machen daraus ganze Alben, also von daher gibt es da ja auf jeden Fall Hörer für. Das ist letztendlich wirklich Geschmackssache, also es geht mich würde es jetzt nicht so abholen irgendwie, aber ich finde es natürlich immer beeindruckend, wenn der Bayer irgendwie da einen runterzieht irgendwie, das ist ich könnte es nicht, auf keinen Fall, also man braucht die schnelle rechte Hand ist gefragt. Ja, das auch. Und ja, ist halt die Frage, über halt so eine Minute kann man es ertragen, aber ist es nett, ne? Aber ja, wäre jetzt von anderen Leuten, würde ich das hören, dann wäre es jetzt kein Solo oder kein Song irgendwie, wo ich sagen würde, ja, muss ich jetzt nochmal anklicken. Aber wie gesagt, wir kennen ja, man muss den Bayer ja eigentlich immer so vor sich sehen, ja, wenn man sowas hört. Ne? Und dann habe ich immer ein Lächeln im Gesicht. Ja, das also ein positives, also nicht auslachen, sondern auf jeden Fall ein freudiges Lächeln. Ja, also lachen, wenn überhaupt, dann über die Kuriosität. Ist dieses, ja, genau. Die Frage ist, ich meine, es gibt ja so, also Bayer hat ja durchaus auch nach solcher Musik gesucht, die immer noch einen weiter treibt. Nehmen wir noch ein bisschen, bisschen krasser ist, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob er das wirklich gehört hat auch oder ob das einfach nur so sein Katalog war, um halt zu gucken, wie weit man es treiben kann, weil eigentlich, wenn er so Musik vorschlägt, die möchte, dass die wirklich auch gehört wird, also sowas macht er ja bloß, um mal zu zeigen, wie krass es ist, wie krass es gehen kann, aber
Ja, aber ich, dass er dann genau, schon eher so 90er Jahre Tanzholz-Zeugs, wo er wirklich drauf abgeht. Nee, aber auch gerade früher, wir waren ja alle Fans von den krassen Gitarristen irgendwie, Ronja Zombeck, die einfach nur noch abgefuckter sind als alle anderen irgendwie mit ihren Ideen und ich glaube schon, dass damals zumindest mehr als heute, dass das schon irgendwie ihn getrieben hat und interessant war und auch gerne gehört hat, sowas. Also so, ich sehe das halt so, ich finde das halt sportlich irgendwie interessant, ne? Dass es ja, genau. so Gitarrenathletik ist, aber es, ja. Es ist generell selten, dass das bei Musik, wo es wirklich um ganz, ganz, ganz hohes technisches Können geht, da gibt es wenig, wo ich dann denke, und die schaffen es auch noch, dass irgendwie, dass das auch Spaß macht, sich das anzuhören. Und das ist nicht nur so. Ja. Nicht nur so irgendwie. Das ist halt die hohe Kunst irgendwie. Schnell spielen können viele und dann ist es halt irgendwann auch nur noch Sport. Und Musik soll, finde ich, niemals Sport sein. Sondern es gibt halt Leute, die sind auch technisch grandios und machen aber trotzdem tolle Melodien oder tolle Kompositionen. Das ist halt die Kunst dabei, ne? Also Schredder und Leute, die auf dem Griffbrett abwichsen können, gibt's zu Hunderttausenden, ne? Aber. Ja gut, aber Leute, die schöne Musik machen, gibt's auch zu Hunderttausenden, ne? Das ist ja. Aber es ist, wenn es kombiniert wird, ist es halt, dann wird es halt echt genau, faszinierend. Ja. Ja. Macht ja auch schon mal schöne Musik dabei. Das möchte ich mir auch nicht. Ja, immer. Also, wie gesagt, das soll auch nicht negativ sein, sondern eher so ein bisschen einordnend, wie man das vielleicht auch als Bayer Fremder vielleicht wahrnimmt oder generell so Leute oder so Musik gibt es ja ganz viele irgendwie. Und ja gut, am Ende muss man sich halt fragen, gibt einem das was oder nicht? Also ich kann halt für mich nicht, ich habe halt keine Ahnung, ob es da, wie viel es davon wirklich gibt. Ich habe so Musik schon mal gehört und habe das dann nicht wirklich weiterverfolgt. Hab nicht gesagt, mach okay, einmal YouTube an und such nach irgendwelchen Gitar-Sachen irgendwie. Da gibt es zuhauf Leute, die einfach nur Töne aneinander rein. Ja, das stimmt schon, aber das, ich meine jetzt nicht nur, ich meine also diese Brachialität da auch noch hinter, ne? Das ist ja, das ist ja schon seelenzermürbend, was er da macht. So, es ist, ja. Es ist, also ich meine, die meiste Gitarrenabwichser-Mucke hat ja dann auch noch irgendwie immer noch diese, hat immer noch so ein bisschen 80s, dann doch irgendwie mit breitem Halszeug zwischendurch und so, mit so einer, ich inszeniere mich als Göttervater-Ästhetik irgendwie zu tun. Und das du denkst ja an Steve Vai, an so Airbrush, ja, ja. Airbrush-Ästhetik von so Gitarrengöttern. Ja, vielleicht aber das ist einfach in einer anderen Ära hängen geblieben, das kann auch sein. Ja. Aber ja, das ich glaub, ist ja die, auch, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, ne? Das war ja mal mit Steve Vai, John Petrucci zum Teil auch oder Joe Satriani und so weiter. Das war eine andere Zeit als heute, ne? Und heute ist das nur noch sowas. Da hat man Gitarristen anders gesehen noch. Ich meine, das ist jetzt auch nicht von heute, was wir hören, ne? Das ist, Ja, klar, das meine ich ja, dass das halt in der Zeit auch gesehen werden muss, wie jede Musik. Ja, aber ich muss gucken, steht das, kann man das hier irgendwo rauslesen? Ja, müsste dabei stehen. Nee, steht Dayton Modified 2015, das ist definitiv von vor 2015. Bei mir steht Solo Geprolle 2004. Okay, 2004 könnte schon eher hinhauen, ja, 2004. Ja. Kurz vor Weihnachten übrigens, 21.12. Oh. Ja, also Winterstimmung. Man hat es fast rausgehört. Ich gehe mal davon aus, dass er auch eine zarte Seite hat und deswegen würde ich jetzt Himmelgeist vorschlagen. Himmelgeist, ich bin nicht sicher, ob das eine zarte Seite ist, aber lass uns Himmelgeist hören. Himmelgeist. Okay. Der Ali zählt so schön ein. Ja. Auf drei. Eins, zwei und drei. We'll be right back.
Also auch hier, die Dramatik nimmt nach hinten raus zu. Ja, auf jeden Fall. Das war das sehr viel mehr ein Thema. Sehr viel mehr ein richtiger Track. So, also ich hatte ja, am Anfang war es auf jeden Fall auch super strukturiert noch und ja, gegen Ende baut es sich halt immer sehr auf. Ne? Ja, es ist, ich denke, es ist, denke ich, auch die Art und Weise, wie diese Songs entstanden sind. Ich meine, er hat das, glaube ich, bei damals in, ich weiß nicht, war das Cubase oder so, irgendwo drin hat er die Drums halt so programmiert und dann hat man Stück für Stück Gitarrenspuren draufgeschichtet. Und ich glaube, auch nur additiv. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es da nicht irgendwelche Spurenschieberei gab, sondern dass da halt immer irgendwie drüber noch zusätzlich aufgenommen hatten. Deswegen wird das halt zwangsläufig irgendwie immer so immer ein bisschen unstrukturierter und immer ein bisschen dramatischer. Aber ich sehe mich total wieder drin bei den Längen der Ideen, dass man früher auch halt dann irgendwann dann einfach nicht mehr weiterkam. Ne? Eine Minute, anderthalb Minuten, da hat man 100.000 Sachen irgendwie aufgenommen und ja gut, ja, das hinaus war schwierig. Das, ich sehe, was du meinst, ja. Ich sag mal, in der normalen Rock- und Popmusik ist es ja genau das, ist ja so ein Song, das die 90 Sekunden lange Idee, die man dann einfach zweimal macht hintereinander. Ja, genau. Der Metal ist wahrscheinlich schon etwas, stellt höhere Ansprüche ans Arrangement, vor allen Dingen so diese technischen. Wobei, auf der anderen Seite, bei diese technischen Sachen. Ich glaube, Arrangement ist jetzt, glaube ich, gar nicht so genreabhängig, also. Ja, wenn also ich mir so manche Metal-Bands anhöre, dann habe ich das Gefühl, mit anderer Instrumentierung könnte es auch Helene Fischer sein oder so. Ja, oder umgekehrt. Ja gut, es gibt ja nur 12 Töne. Ne? Ich meine, irgendwo muss man mal, irgendwo überschneidet sich das zwangsläufig. Ja, aber auch nur hier in der westlichen Welt. Ja. Du Nazi. Dieses eurozentrische Weltbild ist unerträglich. Ich hasse es. Denk doch mal in Mikrotonalität. Ja. Nee, also ich weiß aber, 2004, da war ja durchaus auch schon Flissene locker 6 Jahre alt und ich denke, Bayer schon. Wobei hier Himmelgeist ist von 2015. Nee, das, ich glaube, das ist von 2015 irgendwann mal kopiert worden. Die sind alle aus einem Rutsch. Das ist alles ein Verzeichnis, was der Bayer mir kopiert hat. Okay, also. Also ich denke, das ist alles 2004 dann. Also es hat dem Bayer an Flissene auch damals schon immer sehr gefallen, dass die Lieder so kurz sind. Also zumindest, das hat er so ein bisschen, und dann Lied, ne? spielen wir 50 Lieder, so ungefähr. So. Das hat ihm immer sehr gefallen, dass so, wenn Flissene irgendwo kommen, dass wir in einer Viertelstunde direkt mehr Lieder spielen, als irgendwie 3 Dream Theater-Alben drauf haben. Ja, das macht schon Spaß. Ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke, wo die Lieder auch gerne mal über 7 Minuten oder im krassen Fall auch 20 Minuten gehen können. Und ganz ehrlich, ich finde es schwieriger, mir diese kurzen Sachen zu merken, weil bei jedem Song halt irgendwie ganz andere Struktur, ganz andere Sachen sind, als bei einem Song, der 10 Minuten geht, wo sich dann doch immer mal Ideen wiederholen und so weiter. Ja, gut, dann halt die kurzen Sachen finde ich echt viel schwieriger zu merken. Ja, ich meine, aber aus der Ecke kommt der Bayer im Endeffekt auch. Also der Bayer hat schon, wie gesagt, anfänglich nur Metallica, aber dann kam schon, oder was heißt nur Metallica, aber anfänglich war definitiv Metallica seine Teenager-Jugendsünde, sag ich mal. Metallica ist gute Band. Quatsch. Aber es ging schon, es war halt immer so ein bisschen schon Suche nach den Extremen. Halt entweder so krass wie möglich, irgendwelchen Grindcore-Kram war interessant, oder halt so lang wie möglich. Also Bayer ist generell fasziniert von großen Zahlen, sag ich mal. Immer schon gewesen. Ja, sind wir das nicht alle? Ja, aber nicht so sehr, glaube ich. Also ich meine, die Faszination davon, ja. Aber, also so eine Phase hat doch meistens jemand. Also, ja, wie gut, gesagt, ich komme ja auch eher aus der Metal-Ecke und da war es ganz oft so, dass viele Leute dann wirklich immer extremer hören wollten, um krasser zu sein als alle anderen. Ja, klar, okay, so Rekord. Ich habe auch mal Guinness Buch der Rekorde gelesen und war fasziniert davon, was da alles drinsteht. Und um so einen Spirit geht es ja dann im Endeffekt auch schon. Aber Bayer war da immer ein bisschen, hat das mehr in seine Wünsche auch reingekehrt. So, bei vielen von den Sachen geht es halt schon darum, irgendwelche Grenzen zu sprengen. Ja. Also, und
so schnell wie möglich, so laut wie möglich und so böse wie möglich ist, halt zu Hause im, in der Parterre-Wohnung einfacher zu machen als die 50 CDs Oper zu schreiben. Ne? Das ist, also so die ganz langen Sachen sind halt in der Arbeitsweise auch echt schwer zu schaffen. Ne? Deswegen ist es schon ganz vernünftig von ihm, dass er dann mehr auf Krassheit gegangen ist. Wobei, wie gesagt, ja, der Track jetzt gerade war eigentlich schon, also fand ich jetzt, da habe ich nicht dieses schmunzeln müssen, sagen müssen, oh, der Bayer, der will es wissen. So, das war eher so ein bisschen so, okay, das ist solide. Ja. Er hat ja auch einige Songs beigesteuert für Flissen. Ich weiß ja gar nicht, welche alle. Also von Virus weiß ich das. Virus ist von ein, zwei anderen Sachen weiß Autobahn ich das auch. Autobahn ist von Bayer tatsächlich. Hm? Ja. Ich habe letztens überlegt, von wem Suicide ist. Aber ich glaube... Es klingt auch nach ihm eigentlich. Ich glaube, das ist auch Bayer. Also ich erinnere mich auf jeden Fall nicht daran, es geschrieben zu haben, bis auf den Text. Ja, ich glaube, das ist auch von Bayer. Suicide ist von Bayer. Und, ja, wollen wir uns ein neues vornehmen? Ja, ein neues hier aus ich, dem... Ich gehe davon aus, dass alle irgendwie in derselben Art sein werden. Wir können mal in Bayers Soundcloud reinhören, in die Vorproduktion von dem auch niemals fertig gewordenen Eisenmann-Album, das dann später in Instrument Imperfection übergegangen ist. Kannst du mir den Link nochmal schicken? Weil, ja, das ist soundcloud.com, sage ich jetzt auch mal für alle Zuhörer, soundcloud.com/Michael-Bayer mit Y-3. Oder einfach nur Eisenmann eintippen und dann ungefähr wissen, wen wir meinen. Ist, glaube ich, auch... Ah ja, ich hab's. Genau. Folgt, wird von Flissende gefolgt. Na gut, ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Hören wir doch einfach mal in Eisenmann 1 rein. Eisenmann, also du meinst Eisenmann 1? Das ist Eisenmann 1, okay. Das unterste, Eisenmann 1, 1, 2 und 3. Erstmal ganz wichtig, was für eine Art von Metal haben wir hier? Also, ohne Gesang halt schwer zu sagen. Das ist tatsächlich das Demo quasi für den Track Eisenmann von Imperfection, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also mit so cleanen Vocals könnte es auch Maiden-artig sein, ne? Aber ja, halt mit Schaute ist es dann wieder was ganz anderes. Ja. Generell Vocals spielen, glaube ich, bei der Charakterisierung des Metals mal eine große Rolle, ne? Also ich neige immer dazu, Metal zu charakterisieren zwischen der Monster- und der Heldenseite. Und das würde jetzt auf beides eigentlich passen, also eigentlich... Aber es ist schon... Aber da sieht man halt den Unterschied, das ist jetzt wirklich ein Song, ne? Und vorher, manche Sachen dann waren dann halt dann eben solo runtergedichtet. Ja, wobei... Ja, das waren halt so Gipsen einfach, diese ganzen 90 Sekunden Eisenmann schnell mal gemacht Sachen. Und ich meine, von dem Song ist auch trotzdem auch noch in dem Folder, das wir gerade durch das wir gerade gehört haben, auch ein Aufschlusskizze drin. Das ist irgendwie Schatten der Ratten oder sowas. Ja, coole Passage. Mhm. Jetzt kommt der Held auf seinem Ross. Kann ich mitfallen.
cooler Break. Ja, sauber. Und ich habe gerade mal geguckt, ob man den die Imperfection Songs, die findet man tatsächlich nur bei Spotify, glaube ich. Oh, Moment, jetzt ist das bei euch auch gerade passiert? Hier ist nichts passiert. Also dass plötzlich Soundcloud direkt den nächsten Song eingeschmissen hat. Ach so, ich habe klugerweise Stopp gemacht. Du, am Ende. Der Jacques ist einer, der klugerweise Stopp macht. Ja, ich habe auch direkt. Ja, man kennt doch Soundcloud. Ja, ich war bei YouTube, um zu gucken, ob ich die Imperfection-Version davon finde. Aber wenn man Imperfection Eisenmann eingibt bei YouTube, kommt nur Susanne Eisenmann, die Kultusministerin von Baden-Württemberg. Ja, ja. Und redet gar nicht über den Bayern. Sieht auch nicht. Ja, ich hole mir mal kurz ein Bier. Dann geht es jetzt ja bergab. Noch mehr. Eisenbayer heißt der Song tatsächlich von Imperfection. Aber da kommt Evanescence. So. Evanescence, entschuldige. Oh. Und das zweite ist Imperfection, ein Nigerien-Nollywood-Drama-Movie. Es gibt offensichtlich Nollywood, es scheint in Nigeria noch ein drittes Hollywood zu geben. Sache, ja, kann ich mir gut vorstellen. Sache, die ich nicht wusste, ja. Es gibt wahrscheinlich viele solche Filmzentren, bloß weil es hier in Deutschland keine ernsthaftes gibt. Hallo, wir haben das Babelsberg und... Ja, aber es wird jetzt nicht von Dollywood geredet, weil wir hier so einen krassen hohen Output von Filmscheiß haben. Es wäre ja auch peinlich, sich so an so einen Namen anzulehnen, da lieber was Eigenes machen. Ja, zum Beispiel Babelsberg. Eigene Namen. Ja, warum? Ich glaube, da sind sehr schon ganz gute Sachen gemacht worden. Das stimmt schon. Die unendliche Geschichte wurde in Babelsberg zum Beispiel gemacht. Und wenn ich mich recht entsinne, auch neue Jim Knopf-Film, den ich... noch mal gucken wollte, den habe ich noch nicht gesehen. Und ich habe ja als Kind Jim Knopf eigentlich ganz gerne gelesen. Und bin interessiert. Vielleicht ist der ja gut. Ja. Ja, Jim Knopf auch hochproblematisch. Aber vielleicht gut im Shift. Ist die Frage, ob die das jetzt aktuell dem Zeitgeist angepasst haben. Ja, dass der politisch weiß korrekter gemacht. Ist. Nee, der ist schwarz auch im Film. Das war ein sogenannter Jokus. Der problematische Teil war, war die Darstellung von China, die Michael Ende einfach umschifft hat, indem er China in der zweiten Edition in Mandala umbenannt hat. Aber das ist so eine etwas vereinfachte Darstellung von so einem Fantasie-China einfach. Jim Knopf auch nur deswegen bei Lukas im Lokomotivführer gelandet, weil der irgendwie verkauft wurde oder so ein Scheiß? Nee, der wurde von den Piraten, von der Wilden 13, der sollte verkauft werden, glaube ich, aber die konnten halt nicht richtig schreiben und dann ist es auszusehen, der sollte an diese Drachenalde, die in das Nazi-Regime von den Drachen geschickt werden. Und es hat aber, weil die nicht schreiben konnten, die Piraten, ist er außerdem auf Lummerland gelandet. Dann geht das Geschichte los. Ah, okay. Ja, klingt trotzdem auch alles irgendwie problematisch. Ein heißes Eisen. Nächste Woche Flisse Podcast. Nicht über Jim Knopf. Wer weiß. Vielleicht haben wir die alle gesehen bis nächste Woche. Man müsste sich da halt irgendwie erstmal so ein bisschen reinlesen. Also ich habe da jetzt kann da nichts zu sagen. So, ja, einfach schnell Jim Knopf-Wiki durchlesen, mal abends auf dem Klo. Ist easy. Ja, aber so Einordnungen sind schon kritisch irgendwie. Da muss man schon ein bisschen Ahnung haben. Das stimmt schon, aber Michael Ende, guter Brudi, alles richtig gemacht, würde ich mich für aussprechen. Das ist auch die Tatsache, dass sie das jetzt erst verfilmt haben, ohne dass da große Änderungen drin gemacht worden sind, spricht eigentlich auch für den Roman. Ja, kommen wir zurück zu alles richtig gemacht, der Eisenmann. Ich würde Vögel eine Vogel
Fürther. Du möchtest nochmal zurück hören. In das. Oder nicht? Doch, können wir gerne. Also wir können gerne vögelnde Vogel. Also die generell ja. die Titel sind abgefahren. So. Ja, der Bayer hat ja auch früher immer jeden Tag 30 Mal den Spruch gebracht, liebe alte Vögel töten. Ja, ja stimmt. Und ich glaube, in dem Kontext ist das dieser macht er Titel nicht mehr. Generell, Titel zu sehen. Generell hatte er in der Teenagerphase, also als er so in den ersten ein, zwei Jahren, als er bei Flissner dabei war, hatte er den Ruf, die besten Karlauer zu machen. Er war bekannt dafür und wurde auch dazu aufgefordert, mal nochmal einen Karlauer zu machen und hatte da fast Narrenfreiheit. Okay. Gut, seid ihr vorbereitet, dass das wir... Das kommende Stück, können? Fügelnde Vogeltöter, ja. im MP3-Format, auf 3, 1, 2 und 3. Würde mich mal interessieren, Ali, weißt du das besser? Irgendwie, ich bin da in dem Genre nicht drin. Welche Band könnte da Vorbild sein? Schwer zu sagen. Du weißt ja vielleicht, was er da so in dem Genre so hört. Nee, gar nicht so genau. Ach so, okay. Ich meine, man kann das ja ein bisschen schließen aus den anderen Coversachen, die noch hier drin sind. Ich kenne die meisten davon zwar nicht zwingend, aber hier... Da steht hier einmal Morbid Angel. Morbid Angel, Satyricon, da ist definitiv was von hier? Cannibal Corpse dabei. In Flames. Tiamat. Wozu nicht Tiamat? Ja, ich kenne mich echt nicht so richtig aus irgendwie in dem Bereich. Naja. Deathfuck klingt nach Death Metal. Ja, wahrscheinlich ist das einfach der Death Metal macht. Fate to Buyer. Death-Übelzeug. Ich würde gern Death-Übelzeug bitte hören. Wegen einem wunderschönen Titel. Meinst du, es wird noch krasser oder ist es gleich krass? Ich glaube, es wird ganz übel. Ich möchte, der Buyer hat auch einen Kollegen von früher, der übel heißt. Vielleicht ist es auch jemand, vielleicht geht es auch um den einfach. Ja, vielleicht. Meinst du, hat der Gitarrist sich den Menschen verarbeitet? Nee, aber das war auf jeden Fall im Papi rumhängen Metal-Kollege, glaube ich, so meine okay. ich. Kann auch Schule gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Aber ja. ab und zu wurde man. Ja, okay. Dann wieder auf 3. 1, 2 und 3. Okay. Ich finde aber das Abgehackte ganz cool. Ja, irgendwie. Ich muss generell die Sachen, wo ich zur damaligen Zeit gedacht habe, das sind technische Unzulänglichkeiten, die noch, an denen man noch fallen könnte, finde ich heute von Ästhetik her eigentlich nicht geil. Ich meine, man muss sich ja auch immer, man kann sich ja mittlerweile auch gut vorstellen, wie würde das klingen in einer geilen Produktion, ne? Ja, und, aber, ich meine, sag mal. Fetzt schon. Mit einer geilen Produktion drumherum würde ich jetzt hier sogar fast sagen. Also das würde ich eher noch, wenn da irgendwie noch Dubstep-Schlagzeug drunter wäre oder so, dann wäre das so eine ziemlich kantige Edge. Also fehlt halt irgendwie ein bisschen im Frequenzspektrum irgendwas, was dann noch ordentlich Luft bewegt. Aber da, wo es startet, ist schon richtig. Richtig übler Zahnarztbesuch. Aber wie gesagt, das sind teilweise auch echt gute Grundideen irgendwie, dass man da so ein, zwei Passagen hat, wo man echt was draus machen könnte. Ja, also es ist ja auch schon was draus gemacht irgendwie, aber es ist definitiv nicht
ich glaube, es war auch definitiv nicht als Endversion gedacht, ne? Ja, das ist sicher. So definitiv Bayer, der skizziert irgendwie zu Hause. Ja, wir ziehen ihn quasi hier jetzt akustisch auch nackt aus, ne? Muss man auch das, dazu sagen. Das, also das, ja, würde ich jetzt nicht mal so sagen. Das ist Bayer vor wie vielen Jahren, der zu einer Zeit, als man nicht, also nicht einfach Garageband aufmachen war, ne? Das ist schon, ja, ja. Also schon eine Leistung. Ja. Ich überlege gerade. Wir sind jetzt, glaube ich, so schon bei über 50 Minuten insgesamt. Ja, vielleicht wir sollten langsam mal in die Schlagerecke von Bayern langsam finden, ne? Ja, in diesem Ordner werden wir da, glaube ich, nichts finden, oder? Nee, das stimmt schon. Also, ja. Also zwei Sachen hätte ich noch, die mich interessieren würden vom Namen her. Mhm. Ja. Einmal Picard sucht Kneipe 2. Ja, vor allem Picard mit T. Ja, das ist ein Zusammenschnitt nur von sinnlosen Weltraumzitaten. Ist natürlich auch gut. Genau, also, wollte ich gerade sagen, den haben wir, den wollte uns damals immer, den wollte, hätte immer gerne auf jeder Party gespielt, eine Zeit lang. Aber wir fanden tatsächlich das Original sinnlosen Weltraum, glaube ich, doch noch lustiger als seine Variante. Aber vielleicht sollten wir dem mal eine Chance geben. Vielleicht war es lustiger, als gedacht haben. Na gut. Dann wieder auf 3, 1, 2 und 3. Was hat er für ein Scheiß hier? Ja, bist du hässlich? Warte, yo, halt mal die Schnauze, Junge. Ich muss mich hier konzentrieren. Echt? Was soll denn mir alles, Junge? Was bist du denn für ein Nassbier? Du? Da hilft nur ein ordentlicher Schlag in die Schnauze. Dummer mach ich einen Saufen? Ja, dann lass mal hören, du dumme Blechbüchse. Wie weit ist denn bis zur nächsten Kneipe? Ey, Junge, halt die fiese Fresse. Echt, ey. Wir saufen jetzt, bis wir umfallen. Echt, ey. Kriegt jetzt. Ja. Na, dann wollen wir mal. Wecki. Bin ich eigentlich nur vor allem auch schön, wie das von links nach rechts immer hin und her steht. Stereofeld, klug genutzt. Deine Eierpierce. Und ich dir das Messer abnehme und dir dann den Rücken haue. Ey, hör mal. Wir müssen jetzt wirklich echt fahren. Ey, jetzt schickt ihr aber langsam hier. Ich glaube, ich bin langsam, was? Wenn ich saufen sage, dann werde ich so lange gesoffen, bis alle am Tisch liegen. Echt, ey. Pass mal auf. Wo kommst du überhaupt her? Und was noch viel wichtiger ist, was willst du überhaupt hier? Hä? Du hast uns doch gewiss entführt, oder was? Wie, das stimmt nicht. Komm, Junge, ist besser, du gibst halt jetzt zu, dann hast du wenigstens noch ein paar Jahre von deinen Zähnen. Pass jetzt mal genau auf, ich muss dich mal echt Wichtiges fragen. Fällt dir in letzter Zeit irgendwas Besonderes an mir auf, Junge? Echt nett. Ja, dann ist ja alles klar, Junge. Ja, aber du bist ja auch für so eine kleine Kneipentour, oder nicht? Pass mal auf. Wenn du dich nicht zu einer Kneipentour bereit erklärst, dann erzähl ich allen, da du hier mit jedem rumholst. Machen, ob du mitsäufst. Oder ich hau dir so die Schnauze ein, dass ich hier an Bord garantiert keiner mehr fickt. Hör mal auf, dich selber zu bemitleiden, sonst bufft er aber echt, Junge. Mhm. Das wird nie nicht lustig sein. Ja, ich weiß nicht. Ich hab's nie wirklich gesehen. Mir sagt das natürlich was, aber ja. Ja, könnten wir auch mal eine Folge drüber machen. Okay. Aber ich sag mal. Haben wir eigentlich jetzt Copyright-Probleme? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Also es gibt die offiziellen Copyright-Probleme irgendwie, aber wie das Original Star Trek mal gesagt hat, wir haben. Also, nein. Vielleicht haben die Leute, die sinnlosen Weltraum gemacht haben, damit Copyright-Probleme, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass... Also, rein streng genommen sind das Samples, die andere Leute aufgenommen haben, die, wo wir um die Rechte anfragen müssten. Ja, das machen wir im Hintergrund. Also der Punkt ist, dass die eigentliche Sache ursprünglich ja auch, dass die ja Schiss hatten schon, dass sie da Rechte verletzt haben. Ja, klar. Und sowas, auf der zweiten Ebene weiterverwertet. Dass dann Star Trek selber quasi gesagt hat, ey, alles gut, wir finden das auch lustig. So. Und die dann, also das, ich denke mal, das geht schon klar. Und ansonsten soll es halt unseren Anwalt anrufen. So, und was war das andere, was du noch, was dich noch interessiert hat hier von. Ja, ganz gerne Progressive BE. BE ja. Ist immer einfach nur Bayer, ne? Das ist sein Kürzel tatsächlich. Deswegen heißt auch das auf der Seite heißt auch Eisenmann BE, glaube ich, heißt einer von den Songs. Nee, oder? Auf jeden Fall ab und zu gibt es dieses BE. Das ist, glaube ich, okay. Dass er sieht, dass es von ihm selber ist. Ich finde Progressive BE gerade nicht unter meinem Gelaber. Da,
Ah, das ist so groß geschrieben, deswegen habe ich das, das in All Caps übersehen. Ja. Weil ich erwarte da jetzt sehr viele Taktwechsel und dass es noch abgefreakter ist als sonst. Definitiv um Zählzeiten bei Progressiv. Ja. Wobei das auch echt eine Verkürzung wäre. Ja, aber das war damals sein von der Definition des Progressive. Ja, aber das war so, auf dem Weg ist der Bayer zu dem Begriff Progressive gekommen. Ich glaube, dass er heute andere Sachen drin sieht. Aber das war da ja. Kann man ja auch drüber philosophieren, was ist Progressive. Und was die Progressive-Szene heutzutage macht, ist ja oftmals einfach nur sehr altbackene Kram, der sich immer wieder wiederholt. Also der Begriff ist ad absurdum geführt worden. Ja, es ist halt ein Genre. Aber mal gucken, ob der Bayer hier strange Zählzeiten hat. Ja, zählte ich alle mal. Ich zähle diesmal, also diesmal zähle ich bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aber ziemlich straight dafür. Vielleicht hat er es doch anders interpretiert. Aber ich kann schon nicht einfach mitzählen und das funktioniert dann sofort. Ja gut, der Beat läuft aber durch. Straight ins Viertel. Also halt auf jeder Viertel, auf jedem Achtel ist es mehr halt, ne? Okay, ich hatte was anderes erwartet, aber ja, wahrscheinlich auch okay. Dadurch, dass der Titel ja auch Progressive BE heißt, ist das wahrscheinlich sein erster Versuch, sich dem zu nähern, weil ich denke nicht, dass er sonst würde es ja irgendwie Progressive 5 heißen oder so. Ich denke, dass der mal was Progressives machen wollte, weil er davon gehört hat. Obwohl, nee, er hat ja auch schon Dreamsetter-Sachen hier gecovert und so. Das ist, war ihm schon ungefähr im Klaren, glaube ich. Ja. Schade, dass der Bayer nicht dabei ist, sonst könnte er was dazu sagen. Ja, vielleicht macht er so einen Solo-Podcast nochmal, um alles richtig zu stellen. Ja, Wie beim Echo Fresh und Cool Savage Beef kommt der Bayer gegen Podcast. Ja, wahrscheinlich kann es gut sein, dass wir nächste Woche einen Post raushauen. Wir suchen einen neuen Bassisten, weil er so scheiße findet. Nee, also an sich meine ich mich zu erinnern, dass Bayer immer relativ okay damit war, wenn wir gesagt haben, lass mal die Mucke von Bayer hören, auch wenn er dabei war. So, ja. Das ist, er hat es uns ja auch gegeben. Stunde darüber geredet. Ich glaube, die Leute sind auch überfordert, wenn wir noch länger drüber reden, oder? Ich weiß nicht, das müssen die Leute sagen, ne? Leute, was meint ihr? Wir kommen zum Ende. Ich denke mal, wir haben dann jetzt hier einfach die Frühphase des bayerischen Metal-Talents dann auch doch relativ hart durchgenommen, das stimmt schon. Ja. Nächste Woche reden wir über Norman. Genau, wenn... Genau, also zur Eigenrecherche packen wir noch den Link zu Eisenmann Soundcloud auf jeden Fall in die Beschreibung, dass ihr da das dann auch alle hören könnt. Ja, also das sind ziemlich natürlich geiler Shit und hört natürlich auch Imperfection. Genau. Auf, das haben wir gar nicht groß erwähnt eigentlich. Spotify. Genau, also nur am Rande ist das mal, ist der Bandname mal gefallen. Das ist die Metal-Band, in der der Eisenmann Gitarre spielt. Und sich da auch vielleicht auch anders auslebt, als er das bei Flissende sonst tut. Richtig, ja, definitiv am anderen Instrument schon alleine, ne? Genau. Wir müssen mal gucken, wie wir wieder zusammenfinden, ob wir nochmal was machen. Oder ob das dann vielleicht der normale Plan wird, dass wir über ein normales Album reden. Ja, lassen wir auf uns zukommen. Ja, wir können aber auch gucken, wenn der Bayer das nächste Mal nicht da ist, dann reden wir halt über, holen wir halt neuen Kram zusammen. In Fall halt kann man auch doch, denke ich, so 10 bis 11 Podcasts locker über den Bayer füllen. Das ist eigentlich kein Ding. So,
Dann kommen halt irgendwann die anderen, die schrulligeren Seiten können wir dann rausholen. Nicht dieser Mainstream-Scheiß. Es wird einfach schlimmer, es wird irgendwann in 3 Wochen krasser Seelenstriptease. Wie wir so im tiefsten Inneren fühlen über den Bayer. Das kann auch passieren. Es wird immer krasser. Ja. Am Ende müssen wir nochmal sagen, ganz, ganz viel Liebe an den Bayer. Also wie gesagt, definitiv, definitiv. Ganz lieber Mensch und hat mich auch, wie gesagt, in meiner Frühphase, er ist ja ein paar Jahre älter, auch immer sehr geprägt, ihn zu sehen und zu hören. Ja. Was für ein schönes Schlusswort. Ja, lass mal es doch dabei. Ja. Dann tschüsskens. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, Bayer. Ich denke, er wird uns zuhören gerade. Ja, viel Spaß beim Hören. Tschüsschen. Ich glaube, ich bin ein Benrad. Ausstieg in Fahrtrichtung links.